können wir da rein? Ich war vor ein paar Tagen spazieren mit meinem kleinen Sohn und der hat noch nie eine Pistole, bis der ist 4, da noch nie wirklich, ich hoffe jetzt noch nicht, was eine Pistole ist, aber da hat es ein anderes Kind, das hat eine Pistole und der war so fasziniert, was ist das und so, ich will so eins haben und das stimmt nachdenklich. Hier in dieser Arbeit geht es ja auch immer um Waffen, Gewalt, eine gewisse Faszination. Man hat auch ein bisschen Angst vor diesem Ding. Dein Sohn wäre sicher 14 Waffen auf einen Schlag. Da noch ein Bändchen dazu. Ja, also ich hatte ja zu Hause auch, wir hatten diese 14 Waffen auf einen Schlag. Die haben sie dann auch ausprobiert, das ist natürlich nicht gereicht. Was, die hattet ihr zu Hause? Ja, also ist dein Mann so ein hohes Militär oder was ist das? Nein, ich habe die, also ich kann nicht sagen, wo ich die Gewehre habe. Aber ich habe sie gekauft und bevor ich sie zur Installation verarbeitet habe, waren die zu Hause. Aber dein Sohn ist jetzt größer und das ist keine Gefahr mehr. Ja, das ist ja viel besser. Ja, das sind zwei Leben, also das sind so zwei Symbole, die verschränkt werden, sozusagen. Also einerseits sind es diese Waffen, die Waffen stehen, ja, ich finde nicht mal für WK, sie stehen schon für Krieg. Also das war in dieser Menge und in der Serialität und in der Rhythmisierung dieser Ordnung. Dann andererseits ist es ein Kinderbettchen. Und was mir schon sehr schwer fällt, ist, ich falle immer so in diese klischierten Wahrnehmungen rein. Ich denke immer so, oh, das Kind ist so klein und so unschuldig. Und dann denke ich so, ah, die Waffen sind so böse und mit denen könnte man so viele Menschenleben umbringen. Und ich oszilliere zwischen diesen Bildern, die mich beide eigentlich so leicht innerlich erröten lassen, weil sie eigentlich nicht einem Anspruch genügen, irgendwie eine intellektuelle Auseinandersetzung damit haben zu wollen. Ich kann nur so. Aber jetzt bin ich doch irgendwann eine Lanze für diese. Ja, also für mich ist es auch ein Gedankengebäude und ich habe mir auch konkret vorgestellt, was passiert, wenn man ein Kind jetzt hier aufwachsen lässt, in diesem ersten Raum, wenn man den so aufbaut. Ob das, also die ersten zwei Jahre, also ob das Kind Waffen oder Schwarz oder Metall mit guten Gefühlen zusammenbringen würde, das Fett, das wäre, oder sich geborgen fühlt. Also mir ging es vor allem um die Wahrnehmung, was prägt einen, wie wächst man auf und wie bildet man sich die eigene Realität, die man braucht, um sich zu bewegen in der Welt, wenn das am Anfang verschoben wird. Was passiert dann? Das andere kann man natürlich dazu sehen, aber ich hatte noch diesen Ausgang. So ein bisschen wie so ein Kaspar-Hauser-Experiment. Ein unfriedliches oder ein bewaffnetes Kaspar-Hauser-Experiment. Also ich meine, es gibt natürlich Leute oder auch kleine Kinder, für die ist Krieg Realität und die wachsen auf in einer Situation, wo halt geschossen wird. Ja. Aber wenn du die Waffe siehst, bist du vermutlich sicher, als wenn du die Waffe nicht siehst. Das ist ja mehr so. Ich glaube, es ist ja eher eine Metaphor, bringt man ein Kind da rein, also irgendwas muss ja etwas, also es ist schon ein bisschen unangenehm. Aber es ist nicht so eine Domestizierung, also könnte es nicht so das Design von morgen sein? Ja, quasi, wir haben alle, was so wieder gesagt, macht die Gewehre zum Flugschauen oder sowas, für eine positive Umnutzung. Ja, also, wie man den Rassismus in den Griff bekommen hat und so diese Komiker wie Leni Nigel gesagt haben auf der Bühne und alle haben dann das, also, es war eigentlich wie der Lackmustest der demokratischen Freiheit, dass man kennt keinen Rassismus mehr, weil man beim Begriff Neger nicht mehr reagiert. Danke, und würde man auf diese Waffen nicht mehr reagieren, weil sie eigentlich nur Metall sind. Und eigentlich das Verhalten ausschlaggebend. Okay, aber das ist es ja nicht. Heute im Jahr 2010 irritiert das. Und zwar auch einen relativ plakativen Art. Ja. Also man kann mit Waffen, ich habe es auch anders, also es ist, jede Waffe, also mit Waffen zu arbeiten, ist sofort plakativ. Man kann es nicht plakativ machen, außer man verschweißt es zu einem Haufen und schmelzt es ein oder so. Aber es gibt wie keine, ja,
es gibt wie keine andere Art. Das wird noch mehr erzählen. Aber es ist schon